Hallo zusammen, Carlo Vendez ist wieder hier und weiter geht's mit SCP Containment Breach. Ich habe in der letzten Folge zwar gesagt, dass ich einen neuen Speicherstand anfangen werde, aber mir ist noch was eingefallen in der Zwischenzeit, nämlich, das passt auch mit dem Loadscreen hier, ich hatte in einer der letzten beiden Folgen einen Raum gehabt, wo eine große dunkle Tür war, wo ich gesagt habe, da gehe ich nicht rein. Und ich glaube, dass sich hinter dieser Tür SCP-914 befindet. Das ist eine kleine Raffinerieeinheit, wo ich im Input oder Intake was reinpacken kann und dann verfeinern kann. Und das könnte mir eventuell helfen. Und obendrein gibt es in dem Raum auch nochmal einen First Aid Kit, wenn ich mich nicht irre. Darum will ich da jetzt so schnell wie möglich hin. Viel Zeit habe ich nicht, weil wir wissen, Larry ist mir natürlich, also nicht auf den Fersen, aber ja. Larry ist aber halt irgendwann natürlich wieder am Start. Und das wird wahrscheinlich auch keine 5 Minuten dauern, bis Larry da ist. Und zu mit dir, genau. Das war, glaube ich, der Raum. Und ja, SCP-914. Perfekt. Gasmask. Night Vision Goggles. Und ich muss kurz überlegen, riskiere ich die Level 3 Keycard? Ja, das riskieren wir einfach mal. Falls es nicht klappt, lade ich nochmal neu. Einstellung auf Fine. Und ab dafür. Perfekt, First Aid Kit. Bam. You took a painkiller, easing the pain slightly. So. Ja, toll, geil. Gasmask. Night Vision Goggles und Playing Card. Da haben wir natürlich ein Problem. Aber jetzt haben wir andere Night Vision Goggles, die auch keine Batterien mehr brauchen. Das ist cool. Aber das mit der Spielkarte ist kacke gelaufen. Will ich jetzt einfach nochmal austesten, ob ich das wieder zurückkriege, aber ich glaube nicht. Level 2 Keycard. Okay. Verifine. Wir probieren es mal auf Verifine. Oh, die Musik, ey, die ist ja gerade richtig verstörend. Na komm. Ich habe nicht viel Zeit. Larry ist bald da. Oh, hi, hallo Larry. Fuck, Alter, ich komme hier nicht raus, weil ich die Keycard da drin habe. Oh, Mensch. Und, oh toll, es ist eine Mastercard. Ach, kacke. Hallo Larry. Oh, nein, verdammt Mist. Aber die Idee war gut, das versuchen wir nochmal. Das versuche ich jetzt nochmal, weil ich gebe mich jetzt... Denn ich gebe mich nicht, weil ich gebe mich, weil Hauptsatz ist nicht gut. Denn Hauptsatz oder weil Nebensatz? Weil ich mich nicht so schnell geschlagen gebe oder denn ich gebe mich nicht so schnell geschlagen. Ich brauche aber mehr Zeit, deswegen lasse ich den Ring jetzt weg. Die Tür müsste ich nicht triggern, ich will sie trotzdem triggern, um auf Nummer sicher zu gehen. Und First Aid Kit.
glaube, ich habe nur ungefähr 3 Minuten, bis Larry wieder da ist. Easing the pain slightly. Ich weiß nicht, ob ich noch blute, aber egal. Das sind die besseren Night Vision Goggles. Okay. Dann versuchen wir auf Verifying die Level 3 Keycard. Geht nämlich bis Level 5, beziehungsweise sogar eine Stufe drüber. Eine Stufe drüber, eine sogenannte Omni Keycard. Die Night Vision Goggles nehme ich nur, weil ich dann besser den Boden hier erkennen kann. Es ist wieder eine Mastercard geworden. Scheiße. Einstellung auf Fine. Gut, also Very Fine sollte ich bei der Karte lassen. Es kann sein, dass die ganze Folge hier sich nur darum geht, wie ich jedes Mal... Was war das? Wie ich hier jedes Mal wieder neu lade, um einfach ein bisschen zu versuchen. Oh, ich höre Betonschaben. Billy, nein, Billy, Billy, Billy. Irgendwo ist der. Oh. Aber wieder das Geräusch und wir haben eine Level 2 Keycard. Wo, 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 Larry, wo? Ach, hallo, hallo, da bist du. Ach, Mensch. Fest oder was? Diese scheiß Gasmaske hier noch rausholen. Es bleibt eine normale Gasmaske, Mensch, es soll eine Super Gasmask werden. Bestimmt wieder von vorne, der Arsch. Nein, macht er nicht, okay. Aber wo ist er? Da ist er. Hey, Larry. Kann ich den so besser sehen? Nee, gar nicht, Mensch. So. Larry, weißt du... Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das mit uns beiden mal noch was wird. Wo bist du? Mensch, jetzt kommt er hier bestimmt irgendwo durch eine Wand. Jetzt hat er sich geportet. Ich hasse das mit diesem Lachen. Da hinten ist er. Ist er weg? Ich weiß es nicht. Ey, wenn der mich jetzt hier triggert, ey, dann schrei ich hier rum ohne Ende. Ey, weh, Larry. Ey, ich nehme dich sowas von auseinander. Ich nehme dich richtig auseinander. Ich glaube, ihr seht es mir nach, wenn ich hier jetzt nicht autosaven will. Okay. Und ich hoffe, euch stört diese rote Sicht durch die Night Vision Goggles nicht. Gasmask. Ich will die Super Gasmask haben. Ich traue dem Braten mit Larry aber noch nicht. Also ich weiß, dass man dem entkommen kann, aber dass das jetzt so einfach ging... Oh, und jedes Mal, wenn ich dieses Gerät anmache, klingt das so, als wenn Larry gerade aus dem Boden kommt. Meine Güte. Gasmask.
Na komm schon. Immer noch Gasmask. Oh. Ey. Very fine. Wir probieren mal was anderes. Und zwar die Night Vision Goggles. Die gibt es nämlich noch in der dritten Variante. Ich will mal gucken, ob wir das hinbekommen. Ja, Night Vision Goggle in Blue. Oh, geil! Genial! Die verbraucht zwar wieder links eine Batterie, aber ihr könnt sehen, ich kann hier, gut, okay, das ist jetzt gerade schlecht zu erkennen, aber da SCP-049 könnte ich dort encountern in 15 Metern, da liegt diese menschliche Leiche. Das ist cool, wenn Larry mich verfolgt, dann kann ich, habe ich noch eine Batterie, ja. Wenn Larry mich verfolgt, kann ich dadurch nämlich, durch die Wände sehen, wo er sich befindet. So, die Level 2 Keycard will ich wieder in die Level 3. In eine Level 3 Keycard umwandeln. Ich hoffe, das funktioniert, indem ich diese Einstellung auf Fine mache. Nein, es ist eine Playing Card geworden. Oh. Ey, es kotzt mich an. Das ist hier so Zufall, was hierbei rauskommen kann. Aber diese Night Vision Goggles sind echt geil. Das muss ich mal sagen. Level 2 Keycard. Fine. Ich will die Level 3 wieder haben. Ich will in die Heavy Containment Zone, um Billy, um Radical Larry zu containen. Wie gesagt, ich mache hier immer das Gleiche. Es kann unheimlich langweilig gerade für euch sein, aber ich finde es halt gerade einfach wichtig, um diesen Spielstand halbwegs voranbringen zu können. Und ja, Level 3. Level 3 Keycard. Gut. Revision Eyedrops, mit denen kann man auch was machen. Bitte was? Nein. Ah, das gefällt mir nicht. Die Revision Eyedrops kommen hier mal rein. Das sind normale Eyedrops geworden. Ich weiß nicht genau, was die mir bringen, aber an der Stelle saven wir mal. Wenn ich die benutze, passiert nichts. Okay. Dann machen wir mit den Dingern mal weiter. Boah, das sah gerade so aus, als ob hier hinten diese hellere Struktur da irgendeine Person ist. Meine Güte. Ich will nochmal diese scheiß Gasmaske versuchen. Das geht mir so auf den Keks, dass das nicht funktioniert. Und ich finde die Musik ein wenig bedrückend. Ich wollte gerade sagen, warum hat er den Skin von SCP und Human nicht mehr? Ah, da! SCP-173! Er ist weg. Gerade eben konnte ich ihn aber sehen. Gasmask. Ihr fragt euch sicherlich auch, warum ich jedes Mal die gleichen Einstellungen hier versuche. Liegt aber daran, weil ich natürlich durch verschiedene Sachen, die ich gesehen habe, einfach weiß, dass es diese Einstellungen sein müssten. Bleibt immer noch Gasmaske, also. Ich glaube, das bringt nichts. Wir probieren es noch einmal. Da, SCP-173, 20 Meter entfernt.
da hinten, jetzt ist er wieder weg. Keine Ahnung, wo er hin ist. Ich weiß ja, wo ich eine zweite Gasmaske herbekomme. Nehmen wir jetzt mal erstmal One-on-One. Und wenn da nichts ist... Hallo, Larry! Hatten wir das nicht gerade eben schon, Larry? Ach Mensch, du bist so blöde. SCP-106. Warum bleibt er da stehen? Ach, da bist du. Ja, ich weiß warum, weil er die Data natürlich nur alle 10 Sekunden hier aktualisiert. Hallo Larry. Ne, Tür zu ist eine schlechte Idee. Ich will ihn ja sehen können. Larry, willst du dich nicht einfach mal verpissen? Das gibt's ja nicht. Wie lange will der mir denn hinterherlaufen? Vorhin ist er doch auch in seine Pocket Dimension verschwunden. Larry, das ist jetzt nicht mehr witzig, ne? Oh, fuck, 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 fuck. Ich bin falsch gelaufen. Hallo, Larry. Das verstehe ich nicht. Vorhin ist er doch auch abgehauen. Jetzt ist er weg. Ernsthaft? Ist er weg? One of Six taucht nicht mehr hier auf. Okay, alles klar. Gut. Dann können wir ja hier weitermachen. Game Progress Safe. Was haben wir hier drin? Ach so, wir haben... Die normale Gasmaske. Oh, meine Fresse. Oh, Mensch. Ja. Gut, da ich ja gerade hier gesaved habe, schlage ich vor, dass wir an der Stelle die Folge mal beenden. Ich werde in der nächsten Folge hier noch ein kleines bisschen weitermachen wahrscheinlich, um zu gucken, was ich hinkriege. Wenn ich diese Gasmaske nicht verbessern kann, dann, ja, dann lassen wir es einfach so. Das soll mich jetzt nicht stören. Auf jeden Fall habe ich herausgefunden, dass ich Larry auch ohne Tesla Gate entkommen kann. Und ja, ich hätte gerne Level 4 Keycard gehabt, aber ist leider nicht. Aber auf jeden Fall können wir jetzt hier ein bisschen besser weitermachen. Ich weiß nicht, ob das Blut, was sich hier befindet, jetzt noch von mir kommt. Also ob das frisches Blut ist oder nicht. Aber ich glaube, durch die Nutzung des First Aid Kits dürfte es ganz gut sein. Ich laufe zwar immer noch nicht ganz so, wie ich es gern hätte vom Gefühl, aber es ist schon ganz gut. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.